Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute am Flaucher. Ich darf Ihnen Michael Knoch vorstellen, ein Mensch, der mal ausnahmsweise nicht unbedingt was mit Corona zum Tor hat. Auch wenn er ein Hobby frönt, das im Augenblick einen großen Zulauf findet, Herr Knoch, weil die Menschen etwas Ruhe brauchen, nicht mehr so am Hobby nachgehen sollen, wo sie viele auf dem Haufen sind. Also Sie sind Sportfischer. Wie lange war es denn das schon, dieses Hobby? Also einen Fischereischein, den habe ich 1978 gemacht. Aber sagen wir mal, wenn man die Schwarzfischerei mit einbezieht, dann kann man das durchaus so auf Anfang der 70er Jahre taxieren. Ja, ja. Wir waren beide Schwarzfischer gewesen. Nur er ist beim Schwarzfischen erwischt worden und bei Ihnen war praktisch dann ein Richter. Kannten Sie das mal erzählen, so der Urheber? Ja, ja, das ist also... Das Ganze war so, ich habe Eltern, die sind fanatische Segler gewesen und die haben uns im Urlaub immer mitgenommen, waren halt eigentlich in Ferien immer beim Segeln und der Vater hat uns dann halt mal so, mein Bruder und mir, so Bambusangeln gekauft, dass man so auf Rotfedern, das sind so kleine Fische, ja, so stippen können. Und das habe ich natürlich weitergeführt und habe dann, sobald wir daheim waren, mit dem Spätzl oben an der Isar am Georgenstein, das habe ich dann später erfahren, das Privatwasser vom Baron von Fink, haben wir da angefangen zu fischen, also auch dann zum Fliegenfischen. Wir haben uns dann, da waren Eschen, die sind gestiegen, da haben wir uns dann Fliegenruten gekauft, so billige, und haben das so geübt und haben dann auch was gefangen. Und nach 3 Jahren oder so haben sie uns dann mal erwischt. Und dann haben wir, ich glaube, ich war damals 15 oder so, haben wir Verfahren gekriegt von Jugendlichen. Gericht. Und da wurde dann gefordert, 40 Arbeitsauflagen. Das, was damals bedeutete, als Jugendstrafe bei der Feuerwehr Schleichputzen oder in der Küche vom Altersheim arbeiten oder so. Und da hat der Richter gesagt, nachdem er sich das so von uns erläutern hat lassen, wie wir die Fisch fangen, hat er gesagt, nein, zur Staatsanwältin, die haben weitgerecht gefischt, die verurteilen mir jetzt. Aber an was hat er das festgemacht, das Weitgericht? Ja, weil es war so, wir haben dem dann erzählt, wir nehmen die Fische erst ab einer bestimmten Größe. Die war weit über dem damals gültigen Schomaß, was wir gewusst haben. Das war bei Eschen, war das damals, die hat es zu Tausenden in der Isar gegeben, waren das 35 Zentimeter. Und haben wir gesagt, unter 44 nehmen wir eh keine. Letztendlich haben wir dann halt, sind wir verurteilt worden, einen Fischereischein zu machen. Und das hat dann irgendwie meine Karriere als Fischer begründet. Ja. Aber das kostet ja auch was. Was hat denn damals die Prüfung gekostet? Oder beziehungsweise der Kurs beim... Da muss man dann zu irgendeinem Fischereiverein gehen, wo es dann Stunden gibt, aber die kriegst du nicht umsonst. Der Rauch-Edi, das war damals einer... Der Rauch, den haben Sie schon kennengelernt? Ja, der war so jung. Ja, so mittelalt oder so. Der hat damals schon am Nockerberg haben wir da die Schulung gemacht. Das war, glaube ich, der Einzige, der es gemacht hat, zumindest im Stadtbereich von München. Und die Prüfung, das Wert, was hat das gekostet? Ich glaube, 50 Euro Prüfungsgebühr, ich weiß nicht mehr. Da waren es nur Mark in der Zeit. Oder Mark, ja, genau. genau. Und dann haben Sie also einen Fischereischein gehabt, aber Sie mussten auch noch in irgendeinen Verein kommen. Weil das Fischerei, die Erlaubnis zu fischen entsteht ja nicht dadurch, dass man den staatlichen Schein hat, sondern man muss ja auch erst einmal sich mit jemandem anfreunden oder Mitglied werden, der über ein Fischereiwasser und das Recht dort zu fischen verfügt. Ja, das ist so geregelt. Die Vereine haben ja Gewässer gepachtet und wenn man dann im Verein Mitglied wird, hat man dann die Möglichkeit, da zu fischen. Aber es gibt natürlich auch sogenannte staatliche Gewässer, wie zum Beispiel Starnberger See oder Ammersee oder so, wo es Tageskarten gibt, und zwar für jedermann. Da sind wir dann damals mit unseren Mopeds bis nach Übersee an Chiemsee gefahren. Von München aus. Von München. Haben dann irgendwie in der Pampas auf der Kiesbank übernachtet und haben gefischt, als es dann legal war für uns. Ja. Das Wichtige ist immer die Frage, habt ihr die Fisch dann auch gegessen oder war das wirklich nur Sport und hat man den der Mama gebracht und die muss dann irgendeine Suppe zaubern oder so irgendwas mit dem? Ja, das war so gemischt. Also wir haben die natürlich schon gegessen, wenn wir dann irgendwo einen Steckerlfisch gemacht haben oder mal irgendwie der Freundin imponieren wollten, dass wir so Forelle-Müllerin-Art herbringen. Aber wenn man natürlich irgendwie mal Barben oder Karpfen oder sowas gefangen hat, mit so Gräten oder so, dann hat die Mutter das zubereitet und dann hat der Vater hat's dann gegessen und dann hat er gesagt, ja, schmeckt interessant, hat er gesagt. Hat also keinen richtigen Bezug zum Hobby seines Sohnes gehabt. Damen und Herren, jetzt machen wir mal eine kleine Pause, dann gehen wir mal rüber
dahin, wo der Hund bellt, vielleicht hört er dann auf. Und dann möchte ich mit Ihnen noch so ein bisschen über die Möglichkeiten einer Intensivierung dieses Hobbys sprechen, weil der fliegt dann nach Neuseeland oder ist auf der ganzen Welt unterwegs, wenn es ums Fischen geht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder am Flauchersteg mit einem Sportfischer, der auf der ganzen Welt umeinander ist. Gell? Sie haben mir vorher so im Vorgespräch erzählt, dass Sie auch schon mal in Neuseeland beim Forellenfischen gewesen sind. Ja. Warum macht man das? Man hat so eine Zeit als Fischer, wo man natürlich viel Magazine liest und so Fachmagazine, und dann sieht man, was sonst noch so alles auf der Welt an Fischen zu fangen ist. Die einen zieht es mehr nach Kuba, in die Karibik, auf Bornfischung. Bei mir war es halt eher so die Forellenfischerei. Und die größten wilden Forellen gibt es eigentlich so vor allem in Neuseeland. Und gerade die großen Bachforellen hauptsächlich auf der Südinsel von Neuseeland. Und deswegen bin ich da zweimal hingefahren und auch so ein bisschen dem Drang folgend, mal so richtig in die Wildnis einzutauchen. Ja, das gehört einfach auch dann dazu, zu dem Ganzen. Und ich glaube, das viel eher, dass Sie halt einfach mal erfahren wollten, wie das ist, wenn man unten ist und dann doch nicht nach unten runterfällt, sondern Papa bleibt. Ja. Weil wissen Sie, wo es die größten Forellen bei uns gibt? Nein. Steelhead, sagt das ja noch was? Ja, die gibt es meiner Meinung nach in Alaska und an der Westküste von USA. Steelheads gibt es eben bei uns auch, und zwar oben an der Ostsee. Das sind so Regenbogenforellen, die also in Flussmündungen ins Meer reinwandern. Ja. Und sich dann im Meer an irgendwelche Heringsbrut satt fressen und dann in dem Brackwasser leben. Und die werden richtig groß. Das habe ich auch schon gefangen. Und zwar sind es meistens welche in Dänemark. Ich war ja jahrelang in Dänemark beim Meerforellenfischen. Meerforelle ist ja eine meerwandernde Bachforelle, aber aus den Zuchten. Die Dänen haben viel so Forellenzuchten. Okay. Da kommen oft Regenbogen aus und die wandern dann auch in die Ostsee ab und werden dann richtig fett und irre kampfstark auch. Und die sind aber fast weiß. Also da sieht man nur ganz leicht. Das ist der Stil her, ne? Und jetzt ist ja in Bayern gerade wieder die Seeforelle auf dem Vormarsch. Das Lachsel, wenn man es aus dem Königssee kennt. Gell? Aber da kommst du nicht hin. Gell? Sagen wir mal so, im Starnberger See kann man die immer noch fangen. Ich habe mal eine Zeit lang am Starnberger See ein Boot gehabt, ein Fischerboot. Und ich war einmal dabei, wie ein Freund von mir eine große Seeforelle draufgekriegt hat, die er dann leider verloren hat. Das war unglaublich, also ein unglaubliches Erlebnis. Aber es wird ja jetzt überall, also der Landesfischereiverband betreibt es ja zum Beispiel an der Ammer, dass die langfristig die Querbauwerke durchgängig machen, mit Fischtreppen versorgen. Und da hoffen die natürlich dann mit dem Initialbesatz, dass diese ganze Leichwanderung ableichen und zurückwandern, so wie es im Prinzip bei Lachsen oder Meerforellen auch vorkommt, wieder in Gang setzen zu können. Man könnte auch direkt darauf hoffen, dass irgendwann im Main wieder der Lachs auftaucht, gell? Ja, das ist halt in Bayern ein bisschen schwierig, weil in Bayern gibt es bloß den Main, der im Lachs-Einzugsgebiet ist. Und da gibt es so viele Querbauwerke, das ist ein bisschen schwierig. Ja. Ich traue mir wetten, dass die Weiblichen unter unseren Zuschauern denken, also das ist doch kein Fischer nicht. Weil sie nicht so dieses typisch eigenbrödlerische, so Hi-Hocker und dann stundenlang am Ufer sitzen ausstrahlen. Ja, wie soll ich das sagen? Ich habe eigentlich immer die positive Erfahrung gemacht mit Frauen, dass die das ganz schön fanden, wenn man mal mit ihnen draußen war, wenn man ihnen mal so eine Forelle am Feuer zubereitet hat und dazu eine Flasche Weißwein, die vorher im Kies schon gekühlt war, dazu eingeschenkt hat. Das hatte ja eigentlich immer was Anziehendes. Also. Aber wie machen Sie das dann oder wie beschäftigen Sie eine Frau, während Sie sich auf den Biss konzentrieren? Ja, die liegt halt in der Sonne und sonnt sich oder so. Ich sage, ich gehe mal eine Stunde flussaufwärts und komme dann mit der Forelle wieder und haben wir was zum Essen. Also Eisfischen waren Sie noch nicht, oder? Eisfischen war ich ehrlich gesagt noch nicht.
Aber ich war schon im Winter. Alle Vorurteile, empfinde schon, oder? Im Winter auf Huchen war ich schon viel, bin ich eigentlich auch noch viel. Das hat so einen ganz eigenen Charme, aber das ist mit Frauen in der Regel nicht so zu machen. Dazu sind die zu verfroren. Eine Frau, sagt man ja, fühlt 10 Grad kälter als ein Mann. Und das wobei man ja sagen muss, wenn ich im Winter fisch, habe ich ja Bewegung. Ja, diesen da und ziehen. Und das hat halt der Zuschauer nicht. Gell? Ja. Deshalb meine letzte Frage. Was würden Sie Menschen raten, welche Fragen muss man sich stellen, um herauszufinden, ob ich als Sportfischer geeignet bin? Ob das jetzt nur mal so ein kurzer Drang ist, weil es alle anderen auch machen, oder ob ich tatsächlich dazu die nötigen Voraussetzungen habe? Also letztendlich geht es darum, wenn man Fischer ist, sollte man eigentlich in heutigen Tagen auch ein bisschen ein Interesse haben, nicht nur einen Fisch rauszufangen, sondern auch ein bisschen so auch auf die Zusammenhänge in der Natur zu achten. Also wie hängt eigentlich alles miteinander zusammen? Was fressen die Fische? Wie muss eigentlich das Habitat, also der Lebensraum von Fischen quasi sein, dass das in Ordnung ist, dass die sich quasi weiter vermehren. Und es sollte auch einfach ein Interesse da sein, so nachhaltig zu fischen. Das heißt, nicht mehr rauszunehmen, als das Gewässer hergibt oder als man vielleicht gerade essen will. Und das war halt einfach früher auch anders. Zum Teil haben die Fischer dann auch irgendwie 30 Fische gefangen am Anfang der Saison und nach 3 Wochen war nichts mehr drin oder war der Fischbestand so ausgedünnt, dass es sich nicht mehr rentiert hat. Und deswegen ist das halt, denke ich mal schon, das ist wichtig heutzutage, wenn einer fischen will, dass er das als was Ganzheitliches sieht. Also so einfach ein Naturerlebnis. Und wo es als Belohnung, wenn er sich gut anstellt, halt einfach auch was zum Essen gibt, also ein Fisch. Man müsste auch dann praktisch einen Schwan von einem Gänsesäger unterscheiden können. Müsste wissen, was der flutende Hahnenfuß ist, oder? Ja, zum Beispiel, die Botanik am Wasser ist in Ordnung, auch irgendwo die sonstige Tierwelt. Ja. Dann natürlich auch, was fressen die Fische? Also, Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Ihnen das Mammel hochsteigt, wenn Sie einen Fischer so an der Isar sitzen sehen oder an einem der schönen bayerischen Bäche und Flüsse, dass Sie sich auch dann sowas antun wollen, das lernen, um dann diesem Hobby nachzugehen. Also, es ist auf alle Fälle äußerst interessant, man lernt, mit sich selbst umzugehen, ja, sich nicht von den eigenen Gedanken fertig machen zu lassen, und man hat ein tolles Naturerlebnis. Wenn ich noch abschließend was sagen darf, es ist natürlich auch für gestresste Leute, die viel arbeiten müssen, die gestresst sind, es ist einfach eine wunderbare Möglichkeit, einfach abzuschalten, weil man muss sich darauf konzentrieren, sonst fängt man nichts. Und deswegen muss man gezwungenermaßen einfach auch die sonstigen Sorgen und den ganzen Gedankenstrom, der einen sonst im realen Leben begleitet, einfach abschalten, sonst fängt man nichts. Danke, Herr Knoch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.